Man erschuf Formen, weil man glaubte, dass sie gut waren. Aber man hielt sie nicht für einzigartig. Nein, diesen Anspruch hatte man nicht. Wenn Sie so wollen, passten diese Formen plastisch gesehen zu seiner Architektur, bildeten ebenfalls ein Ganzes. Ich denke, inzwischen steht fest, wenn man nach den heutigen Maßstäben eine Marktstudie gemacht hätte, also ich glaube, kein Mensch hätte etwas davon wissen wollen. Man hätte gesagt, das sind Krankenhausmöbel, nichts für die Wohnung, weil sie steril wirken. Und steril, das heißt Krankenhaus, Kneipe oder Krankenhaus. Deswegen glaube ich, dass die Studie ungünstig ausgefallen wäre. Es gab natürlich auch ein interessiertes Publikum, aber die breite Öffentlichkeit zog ihre normannischen Schränke oder ihre Imitationen vor. Nehmen Sie Ludwig den 16. Er wurde guillotiniert, nicht wahr? Und später ging man hin und richtete Esszimmer im Stil Ludwigs des 16. oder Schlafzimmer à la Marie Antoinette ein. Seine Architektur fand nicht mehr Zustimmung als sein Mobiliar. Als ich bei Le Corbusier eintrat, habe ich mich Professor Dufresne, sagte mir, Sie werden sich abhärten müssen. Sie sehen also, es war ein weiter Weg. Es gab eine unüberwindliche Kluft. Das Haus, in dem ich wohne, liegt mitten in Paris. Aber man sieht nur Himmel und Grün. Man sieht den Bois de Boulogne, man sieht den Mont Valérien, Saint-Claude und so weiter. Mein Garten liegt in der 8. Etage mit Gras und Bäumen und Maiglöckchen. Das Dach des Hauses ist ein über 20 Jahre natürlich gewachsener Garten mit Rasenflächen, Büschen und wilden Blumen. Ich bin kein Anhänger von Gärtnereiblumen. Ich lasse die Natur walten, das Spiel des Windes, Insekten, Trockenheit und sonstige Zufälligkeiten. Sie sehen wilde Rosensträucher, eine Sykomore, der wolkige Himmel. Nun, das ist mein Dach. Sagen Sie uns bitte, wie viel Zimmern Ihre Wohnung entspricht? Ich habe keine Ahnung, das weiß ich wirklich nicht. Ich berechne Wohnungen nie anhand der Zimmerzahl. Ich denke an den Bewohner. Das heißt, ich muss wissen, ob er eine große oder kleine Familie hat, ob er allein lebt oder mit einem Partner. Danach gestaltet man ein Haus, nicht wahr? Wir fühlen uns eigentlich sehr wohl in diesen beiden Zimmern. Nennen wir es zwei Zimmer. Und doch gibt es sehr wenige Möbel hier. Sind es tatsächlich so wenig oder liegt es am Zuschnitt der Wohnung, dass man den Eindruck von Weite hat? Der Eindruck von Weite rührt zunächst einmal ganz einfach vom Spiel der Proportionen her, die sich beim Entwurf der einzelnen Elemente einer solchen Wohnung ergaben. Und die Proportion der Renaissance, dem Altertum und sämtlichen Zeitaltern, außer dem unseren heilig, die Proportion ist tatsächlich die Seele, die dem Erbauer, dem Menschen ermöglicht, sich mit harmonischen, vielfältigen, schönen Dingen zu umgeben. Sie sagen, es ist weiträumig, aber es ist sehr klein. Und es gibt keine oder nicht viele Möbel, aus dem einfachen Grunde, dass es sehr klein ist und man nicht mehr hineinstellen kann. Was sollte man damit auch anfangen? Wenn man in einem Haus ist, muss man die Dinge definieren, die notwendig sind. Man braucht nicht sehr viel. Man isst, man plaudert, man raucht, wenn man Raucher ist, und Schluss. Das gesamte sensationelle Mobiliar, das als äußeres Zeichen von Reichtum überall angesammelt wird, ist völlig überflüssig, belastet die Wirtschaft eines Landes und vor allem das Familienbudget. Zudem definieren sich darüber Statusfragen, was ich für mich nicht mehr akzeptieren kann. Könnten Sie uns etwas über Ihr Beleuchtungssystem verraten? Es gibt ja mehrere Lichtquellen hier. Und da muss ich zuerst meiner Frau ein Kompliment machen. Sie hat eines Tages gesagt, das sei die reinste Kaserne bei mir. Ich wusste nicht warum, aber beim Nachdenken ist es mir plötzlich aufgefallen. Das war an einem Sonntagabend, als wir beide zusammen waren. Ich habe gesagt, natürlich, es liegt an der Beleuchtung. Es ist zu hell überall. Ein zu intensives, zu brutales Licht. Ich bin in den Zimmern auf und ab gegangen und habe mir gesagt, das ist es. Das ist das Gesetz der Beleuchtung. Und es besteht einzig darin, Wände oder Gegenstände zu beleuchten, nicht Herstellung und Verkauf von Kronleuchtern oder sonstigen Apparaten zu fördern.
Würden Sie uns sagen, wie Sie Ihre Werke signieren? Ich signiere nicht. Ich habe nur dieses Haus signiert, weil ich fürchtete, die Nachfolger oder die Bankgesellschaften könnten mein Haus abreißen, was beinahe passiert wäre. Ich glaube, die Signatur schützt dieses Haus als ein Kunstwerk. Ich habe es unten signiert. Man hat zwar das R und das I aus meinem Namen entfernt, aber wenn Sie es wieder zusammensetzen, haben Sie Le Corbusier. Wir befinden uns hier in Ihrem Atelier. Warum wurden eigentlich die Steine dort nicht verputzt? Immer dieselbe Frage. Sie sehen nicht, dass diese Wand schön ist. Es ist die Wand meines Nachbarn. Eine Wand aus Bruchsteinen, wie in Paris üblich. Darin verlaufen sogar zwei Kamine aus rotem Ziegel, die in die Bruchsteine eingepasst sind. Als ich das sah, habe ich gesagt, was für eine wunderbare Wand. Die Farbe, die Zusammensetzung, sehr schön. Es ist gewöhnlicher Bruchstein, den ich sehr glatt verfugt habe, damit sich kein Staub absetzt. Auf diese Weise habe ich den grauen Zement, den beigefarbenen Stein und die roten Ziegel erhalten. Eine vollkommene Farbharmonie und für einen Maler ein unerbittlicher Richter. Denn es sind die beständigsten, die prachtvollsten und dichtesten Farben, die Sie vor sich haben können. Wer vor dem Hintergrund einer solchen Wand malt, muss sich schon anstrengen. Ich behaupte, dass gute Malerei ausstrahlt, sich ausbreitet, die Dimensionen ausdehnt und unerhört neue räumliche Dimensionen erschafft. Das ist ein Wesensmerkmal großer Malerei, das die Maler oft außer Acht lassen. Ich glaube, wenn ich Farbe benutze, dann um diese besondere räumliche Dimension zu erzielen, die ein gelungenes Bild ausmacht. Monsieur Le Corbusier, wir stellen uns vor, wir wären drei Einbrecher vom Rundfunk. Ich weiß nicht, ob Sie das beruhigen wird. Wir sind gekommen, um einige der unzähligen Objekte, die Ihr Haus schmücken, zu stehlen. Einzigartige Objekte, zu denen wir gerne ein paar Erläuterungen hätten. Zum Beispiel dieser Knochenrest.